Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Maraja von Maraja Loves Paper. Ich habe einen furchtbar unordentlichen Schreibtisch, aber diesen Bereich habe ich für euch extra freigeräumt, um euch dieses Video zu zeigen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, lernt ihn jetzt kennen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, herzlich gerne, dafür wäre es Gelegenheit. Ja, ansonsten freue ich mich über Likes, Kommentare und Co. wie immer. Und ich antworte auch. Ich gebe mir sehr viel Mühe, alle Likes und Kommentare zu finden und naja, mindestens mal die Kommentare zu beantworten oder zu liken. Manchmal ist es ja auch nur ein Statement von wegen, hey, ich finde dein Video toll. Dann gibt es manchmal auch einfach nur ein Herzchen von mir. Heute habe ich euch wieder mitgebracht das Long Slim Journal, aber das große. Also ihr seht hier Magic Forest von Stamperia. Große Seiten. Das Cover trocknet gerade. Und ich möchte gerne zwei Signaturen in dieses Long Slim packen. Hier sehe ich gerade, dass hier noch so ein bisschen Klebekram ist. Das soll da gar nicht rein. Naja, das werde ich nochmal abmachen. Man kann übrigens ein Schmirgelpapier nehmen und sowas abziehen. Kleiner Tipp. Ja, warum ist das überhaupt da? Das ist doch, naja, egal. Ich möchte zwei Signaturen machen. Damit habe ich gerade begonnen. Und zwar habe ich hier jeweils ein Stamperia-Papier genommen, um die Signaturen einzufassen. Ich bin da noch am Überlegen, ob ich auch eine Mitte noch aus dem Stamperia-Papier mache. Das ist gut möglich. Und rechts und links von der Mitte einfach bunte Papiere. So, bunte Papiere, das ist das Stichwort. Ich habe einmal DIN A4-Papier, das hier entsprechend knicke. Und ja, ich werde den Morgen meiner Tochter bekämpfen. Ich werde tatsächlich diese Papiere ein bisschen wilder knicken, sage ich mal. Also, dass sie nicht ganz geradlinig und fein sind. Meine Tochter kriegt da manchmal die Krise. Allerdings glaube ich, dass sie an dieser Stelle mal den künstlerischen Wert sehen und akzeptieren wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Papier gefärbt. Ich habe Papier mit Pigmenten blau gefärbt und dann Pigmente gestreut und das färbt auch teilweise durch, nicht komplett, aber teilweise. Ich habe hier ja so ein bisschen hoch. Mir bröselt Kleber von den Fingern. Ich habe ihn jetzt gerade rumgeklebt. Hier habe ich so ein bisschen den Vintage-Charakter. Also ich habe so, ich habe das auf ein Tee gefärbtes Handtuch geknallt, um dann festzustellen, hey, da ist ja Tee drin. Ja, und hier habe ich das ganze Tee gefärbt und dann noch ein bisschen Pigmente drauf gestreut. Nein, tatsächlich, ich glaube, ich habe hier die Tea-Dye-Farbe, die Tea-Dye-Distress-Ink benutzt. Ja, so, mein Plan ist, diese drei Papiere, diese zwei blauen und diese drei bunt-blauen jeweils in eine Signatur zu bringen. Das heißt, ich habe zwei Stapel, die sich sehr ähnlich sind. Jedes soll hier in eine dieser Signaturen mit rein. So, was diese Dinger hier angeht, die sind natürlich kleiner. Das Journal wird so sein, dass oben ein bisschen Papier rausguckt und das wird auch an der Seite ein bisschen Papier rausgucken. Klar, soweit. Soll ja auch so. Das heißt, ich werde jetzt nicht das Papier so ganz brav long slim falten, sondern hier so ein bisschen munkig, ponkig abgefahren. Dann werde ich die Sachen entsprechend sortieren. Also sortieren. Ich muss mal gucken, was ist innen, was ist außen. Bei dem Papier hier, das ist so ein ganz dünnes Druckerpapier gewesen. Da geht das einfach mal fast vollständig durch. Hier ist so ein... Jetzt sieht doch fein aus. Mach ich das mal so rum. Ich finde einfach dafür, dass ihr einfach nur so ein bisschen die Pigmente gestreut habt, sieht das echt ganz cool aus. So, die Dinger, wenn ich die jetzt hier halbieren würde, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, gut, dass wir drüber sprechen, Leute. Weil, wenn ich die jetzt hier übereinander schmeiße, die sind unterschiedlich groß. Aber die sind nicht unterschiedlich insgesamt groß, sondern die haben eine lange und eine kurze Seite. Muss ich mir die erstmal so sortieren, dass sie gleich sind. Ich habe sie mir nämlich extra zugeschnitten, damit sie vernünftig ins Journal passen. Oh, ja, habe ich das? Nee, du bist
ist richtig. Okay. Sie sind ich werde mal überlegen, wie ich das machen wollte. Ich glaube, das wollte ich so machen, weil so passt es eigentlich ganz gut. Ja. Mal kurz hier Augenintegral. So wäre das, wenn ich das gerade falte. Machen wir doch mal eins ein bisschen gerade. Also eins mal so richtig, ganz brav. Ja, ganz brav hat nicht funktioniert. Es scheitert an meiner Faltkunst. Eins mal ganz brav, das wäre dann so. Ganz brav und anständig. Verschwindet da drin, macht keinen Ärger. Prima. Wenn ich jetzt allerdings das Hochkant nehme und wieder so ein bisschen out of the box fällt, dann sieht das schon wieder anders aus. Ja, werde ich auch hier und da mal eins gerade machen. Ah ja, und jetzt haben wir ja hier gibt es einen tatsächlichen Innen- und Außen, weil ich nämlich das DIN A3 Papier, was ich habe, das müsste 100 Gramm Papier sein. Das ist auch leicht glänzend, das heißt, das geht nicht ganz durch die Farbe. Deswegen gibt es hier tatsächlich eine innere Außenseite. Das Papier gefällt mir besonders gut. Lieber Fee, wenn du dieses Video siehst, nicht weinen. Das gehört so. So, ich habe jetzt hier ganz viel buntes Zeug. Meine erste Signatur sieht innen so aus. Das heißt, ich überlege jetzt einfach, ob ich nicht vielleicht einfach so eine neutrale Farbe als erstes reinpacke, weil der Hintergrund schon sehr, sehr bunt ist. Das tue ich doch glatt. Jetzt gucke ich mal, was mir hier so in die Hände fällt. Ich sortiere jetzt erstmal einmal lustig zusammen, ohne großartigen Sinn und Verstand. Ich möchte, dass das Journal von unten gerade ist. Das heißt, wenn man es irgendwo ins Regal stellt, dass es dann auch stehen kann. Sofern das schlabberige Ding überhaupt steht. So, ja, hier guckt ein bisschen was raus. Ich würde euch jetzt das Cover nochmal zeigen, was noch nicht ganz trocken. Von der letzten Aktion. Kann natürlich sein, dass meine Tochter sagt, Mama, das ist ganz gut, dann mach das gerade. Dann kann ich es nochmal rausbinden und nochmal gerade machen. Aber irgendwas sträubt sich da bei mir. Ich werde hier auf jeden Fall noch Tabs und sowas einbauen. Okay, also das ist Signatur Nummer 1. Gefällt mir ganz gut. Jetzt kommt Signatur Nummer 2. Die ist ein bisschen heller innen und hat den Wald, nein, heller außen und hat den Wald innen. Das heißt, wir fangen mit einer dunklen Seite an. Wir haben wie eben auch die Papiere, die unterschiedlicher sein können. Doch, es gibt noch, noch unterschiedlicheres, gut. Es gibt noch viele, viele verschiedene Papiertypen, Färbetechniken und Co. Das wisst ihr sicher selber. So. Wir haben wie eben auch drei von diesen krass bunten Teilen. Das hat voll Spaß gemacht, mit diesen Farbpigmenten darum zu vorwerken. Mache ich das mal so? Könnte ich eigentlich auch, ne? Mal was Neues. Muss ja nicht alles gleich sein. So, dann packen wir das erstmal zur Seite. Jetzt sind wir wieder hier auf diesem Love Boat. Ich habe hier, ist mir das beim Rausnehmen ein bisschen eingerissen.
Jetzt möchte ich gleich benutzen, quasi diesen Riss. Deswegen. Also benutzen im Sinne von, da fetze ich einfach noch ein bisschen mehr dann ab. Es quietscht vor meiner Tür. Aber Quietschekater lasse ich nicht rein, weil sonst komme ich hier nicht mehr zum Basteln und nicht mehr zum Drehen. Das ist durchaus ein Problem mit kleinen Katzen. So, hier mache ich mal das Bunte nach innen. Hier mache ich schon mal das Bunte nach außen. Hier habe ich. Tja. So, vielleicht meine Seite gerade. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? So. Ich weiß nicht, ihr hört wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit nur Geknister und Gerausche und kriegt hier einen halben Anfall. So, an den Wald hätte ich ganz gern auch wieder was Ruhigeres. Das heißt, ich mache eine gerade Seite. Ich packe direkt eine schmale rein und eine blaue. Nehme ich die, dann nehme ich. Hier ist das Bunt innen. Angenehm und ganz fein. So, auch hier wieder. Wenn ich mir das jetzt so angucke, ist es undekoriert. Also es ja, ich würde es jetzt super gerne ins Cover legen, aber das geht nicht. Es ist noch nicht trocken. Überlegt noch, ob ich tatsächlich noch eine Stamperia-Seite in die Mitte packe. Ich finde das auch ganz cool, wenn man das in der Mitte aufklappt und ein richtiges Bild noch, also ein komplettes Bild noch in der Mitte hat. Das könnte sein, dass ich das tue. Vielleicht auch nicht. Ich werde mir jetzt einfach mal überlegen, wie ich das Herzchen hier dekorieren möchte. Ja, unter anderem vielleicht mit einer Mittelseite, vielleicht auch nicht. Mit Sprüchen mit Sicherheit und auch die Magic Forest Waldtiere möchten gerne ausgeschnitten werden. Klar, nicht alle, aber das ein oder andere Viech garantiert. Wir möchten hier einziehen. Ja, da muss ich mir natürlich auch noch überlegen, mit welchem Abstand ich die Signaturen dann einbinde. Ja, aber das wird Teil des nächsten Videos werden, auf jeden Fall. Ich freue mich erstmal, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr rumgeknistert habe. Ich hoffe auch, dass euch hier mein Magic Forest Projekt gefällt. Ich bin wirklich gespannt, was meine Tochter dazu sagt, dass sie, naja, ein Buch, es ist eher ein Heft, es ist ein Heft, es ist kein Buch, ein Heft von mir bekommt. Passend, sie hat im Urlaub Geburtstag und möglicherweise möchte sie in dem Magic Forest in Schweden ja das Magic Forest Buch benutzen. Wer weiß, ich werde berichten. Jetzt erstmal ist dieses Video vorbei. Ich freue mich auf eure Reaktion und sage bis demnächst in diesem Kino.